Hallo meine lieben Kreativfreunde, schön, dass ihr hier wieder bei mir vorbeischaut auf meinem Kanal Jutta's Craft and Learn Room. Für die, die mich jetzt noch nicht kennen, sozusagen neu entdecken. Ich bin Stamping Up Demonstratorin seit 2019 und komme hier aus Tönesforst, das ist im Niederrhein. Und bin total begeistert von Stamping Up, deren Produkte, und deswegen hatte ich mich auch dazu entschlossen, vor 2 Jahren mich damit selbstständig zu machen und zeige euch hier, also ich versuche es zumindest in regelmäßigen Abstand, eben verschiedene Projekte zu zeigen, wie man Karten bastelt, wie man Verpackungen macht. Ja, und heute habe ich wieder etwas Weihnachtliches für euch, aber vorab möchte ich euch noch gerne 2 Angebote zeigen im November, die mega, mega toll sind. Also lasst euch überraschen. Bis gleich. So, da wäre das erste, nämlich das Einsteigen- und Sparen-Angebot, gültig vom 4. bis zum 30. November. Das ist ein ganz besonderes Angebot, denn normalerweise, wenn man einsteigt, bezahlt man immer 129 Euro und darf sich Waren im Wert von 175 Euro aussuchen. Aber jetzt im November bis zum 30. zahlt ihr nur 100 Euro und könnt euch Waren im Wert von 175 Euro aussuchen. Also das ist wirklich ein super, ja, Preisvorteil, den Stamping Up euch da bietet. Und wer jetzt von euch schon lange überlegt, einzusteigen bei einer Demo, dann ist jetzt eigentlich ein sehr, sehr, sehr günstiger Zeitpunkt. Und ich würde mich dann auch natürlich sehr freuen, wenn ihr in mein Team einsteigt. Schaut euch doch mal das letzte Video von mir hier auf meinem Kanal an. Das war eins unserer Teamtreffen. Da habe ich die liebe Tatjana befragt, was denn so ihre Beweggründe waren, hier einzusteigen. Und ich habe auch ein Einsteiger-Video zur Celebration Anfang des Jahres gedreht. Also da bekommt ihr nochmal so ein paar Einblicke, Informationen zum Einsteigen. Also es ist auch wirklich egal, ob du Hobby-Demo bist oder den geschäftlichen Zweig vielleicht einschlagen möchtest. Es ist alles möglich, dir stehen alle Türen offen, es ist aber deine Entscheidung und das finde ich ganz wichtig. Und du entscheidest, ob du weiter dabei bleiben möchtest oder nicht, weil du hast natürlich hier auch noch weitere Vorteile, ne? Also wenn du, ganz kurz noch, wenn du dich entscheidest, bei mir einzusteigen, dann oder bei jemandem anders, egal wo. Nur ich würde mich natürlich freuen, wenn du bei mir einsteigen würdest. Dann erhältst du auf deine weitere Bestellung, die du da dann selber tätigst, über das Demonstratorenportal, wo du dann einen Zugang zu bekommst, dann 20%. Und da kannst du dich natürlich noch sehr gut weiter eindecken, wenn du da noch so ein paar Wünsche hast oder wenn du gerade anfängst mit dem Stempeln. Da braucht man ja immer noch so ein paar Basics von Stempelsets auch, ne? Also das kannst du alles selbst entscheiden, ja, wohin dein Weg dann führt. Also auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn er zu mir hinführt, zu meinem Team führt. Wir freuen uns ganz herzlich auf neuen Stempelnachwuchs, Kreativnachwuchs sozusagen. Okay, also das ist dieses Angebot, was besonders ist, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt kommt das nächste. Haltet euch fest. Es gibt ein Aktionsangebot. Herbst, Winter. Vom 16. bis 18. November. Also ich weiß das noch vom letzten Jahr. Da gab es auch schon mal ein Angebot, wo der Farbkarton zum Beispiel reduziert war. Dieses Jahr haben wir 10% auf Farbkarton, 15% auf Stempelkissen. Ausgenommen sind die Stempelkissen im Paket. Ja, also oder eben halt von Drittherstellern. Das heißt, das ist das Momente und StaySoon. Und Versamarkt, da, die sind nicht reduziert. Ja, also die, nur die Stamping Up Stempelkissen. Und 20% auf Stanzformen.
Ist das nicht mega? Also ich bin wirklich, wirklich begeistert und ich rate auch immer meinen Kundinnen, sich einzudecken, zum Beispiel mit Farbkarton, zu überlegen, fehlt einem noch ein Stempelkissen, in welcher Art und Weise? Stanzform, habe ich meine Basics, wie zum Beispiel die lagenweise Kreise. Na, das ist so, sind die runden Kreise. Das sind so Basics, die man fürs Kartenbasteln, Scrapbooking, Verpackungen braucht. Na, die schafft man sich einmal an und das für die Ewigkeit. Na, aber das ist wirklich ein mega tolles Angebot. Ja, so. Und es gilt das nur aus dem Jahreskatalog. Ne, ist auch noch mal ganz wichtig. Und dazu gibt es eben halt hier auch noch mal diese Tabellen. Ja, Farbkarton haben wir hier, Stempelkissen alle aufgeführt und dann hier eben halt die entsprechenden Stanzformen, die dazugehören. Ja, also ihr seht jede Menge. Und diesen Flyer hier, den könnt ihr euch auf meiner Seite ab morgen, gib mir morgen so bis Spätnachmittag Zeit, da habe ich den dann reingesetzt, ja. Also morgen heißt Samstag. Okay, so, das waren die Infos, die ich ganz wichtig finde. Wenn dir mein Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und über einen lieben Kommentar natürlich auch. Wenn du bei mir bestellen möchtest, den Link zum Online-Shop setze ich auch in der Beschreibung mit rein, würde ich dich bitten, den Gastgeberin-Code hier anzugeben. Das ist P7FBPXUZ, wenn deine Bestellung unter 200 Euro läuft. Alle, die bei mir online bestellen oder eben halt über mich persönlich, bekommen immer von mir ein kleines Dankeschön. Und auch wenn du über 200 Euro bestellen solltest, dann natürlich auch, aber dann bitte ohne diesen Code. Ich lege das mal da oben hin. Und dann zeige ich euch jetzt mal direkt, welche Karten wir heute basteln werden. Also. Ich habe selber einen Weihnachtsworkshop von Stamping Up mitgemacht. Und da hatten wir, also da wurde uns das Thema gezeigt, mit Motive einen schönen Hintergrund gestalten. Ja, und wie man das so arrangiert. Ja, das war ein Thema dieses Workshops und das habe ich direkt umgesetzt an diesem Abend. Und da ist diese Karte entstanden. Ich öffne die auch mal. Also ich muss immer innen hier mit den bestickten Rechtecken etwas reinsetzen und dann immer so ein bisschen stempeln. Irgendwie so ein Schnickschnack muss bei mir immer mit dabei sein. Ja, ich habe hier an der Seite eine schöne Schleife drauf gemacht und seht ihr das Glitzer hier? Das ist hier mein Crystal Effekt. In meinem Insta Live am Freitag, was ich leider hier auf YouTube momentan nicht speichern kann, habe ich diese Karte dann gemacht. Auch hier seht ihr wieder die Kreise. Hier habe ich ein bisschen weiteren Kreis mit den Rundungen gemacht. Habe hier ein paar Steinchen ergänzt und hier so eine Schleife rein. Und eine andere Farbwahl, das ist Bonbon Rosa, Aquamarin und Fräsin-Lila. Und das hier nochmal ganz kurz ist Savanne, Glutrot. Und hier, wo die Sprüche drauf gestempelt sind, das ist das Kraftpapier. So, benutzt habe ich dafür das Stempelset Be Jolly und So klingt Weihnachten. Beide findet ihr im Mini-Katalog auf der Seite. Moment, habe ich hier liegen, mein Mini-Katalog? Seite 29, ja? Da könnt ihr das finden. Und dann legen wir mal jetzt direkt los. Also, ich habe auch schon einiges vorbereitet. Ihr braucht eine Karte. Ich habe diesmal dieses Format genommen. Ja, also hier habe ich hier die Stehkarten quasi so rum. Und jetzt habe ich mal überlegt, auch ich könnte ja das eigentlich so mal nehmen. Ne? Also, das ist insgesamt
messen wir mal eben kurz nach, damit ich das auch richtig hier angebe. 21 mal 14,5 und gefalzt habe ich dann logischerweise bei 10,5. Okay, also das sind die Maße davon. Dann habe ich den ersten Aufleger, also das ist hier Marineblau. Das ist der erste Aufleger und den habe ich dann mit 9,5 mal 14. Und meinen zweiten Aufleger in Grundweiß ist 13 mal 9. Ja, das sind die Maße davon. Und das können wir uns hier eigentlich schon mal aufkleben. So, das mache ich immer mit Tombow. Ihr könnt euren Kleber eurer Wahl nehmen. Ne? So, das klebe ich mir dann hier so auf. Das Schöne beim Tombow ist, ich kann ja immer noch mal so ein bisschen variieren. Na, das könnt ihr ja beim anderen nicht. So. Und dann hätte ich jetzt hier schon mal. Mal hier drüber, das geht mir so weit auf. So, haben wir die schon mal fertig, legen wir beiseite, brauchen wir momentan nicht. Jetzt kommt hier mein Blatt. Ich habe mir schon diesen schönen Weihnachtsmann oder eher gesagt Nikolaus, für mich ist es der Nikolaus, aufgezogen, aber der ist jetzt ziemlich weit an der Seite gelangt. Ich glaube, ich nehme auch mal einen größeren, dann kriege ich das besser. So. Aber auf dem anderen passte der natürlich auch drauf, ne? Keine Frage. Dann nehme ich Memento. So. Einmal. Und dann gehe ich einfach hin und stempel den jetzt hier mal so in der Diagonalen drauf. Es ist ein ganz großes Motiv. Das war mir schon klar. Aber ich finde das immer interessant, wie sich das so im Ganzen macht. Ne? Mal gucken, was da mein Favorit wird von den drei Motiven. Dann habe ich hier den Stern. Obwohl, ich nehme erst den Vogel, weil der was größer ist. Und stempel mir den auch hier. Ich habe mir den nicht so gut aufgezogen. Der erste ist immer etwas schräg. Einfach kreuz und quer, auch schön über den Rand schon mal auf. Also was ich hier so besonders toll finde, ist, dass ihr mit diesen Stempeln euer eigenes Designerpapier auch kreieren könnt. Das ist auch vielleicht für Anfänger schon mal eine ganz gute Sache, weil ja, wenn man gerade anfängt, dann braucht man ja den Papierschneider, die Schere, das Falzbein, Farbkarton, ja, und dann bleibt meistens nicht so viel Geld dann übrig für Designerpapier. Und ich finde, dieses Stempelset bietet sich dafür total gut ein, sich sein eigenes zu machen. Ja. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, koloriere ich mit meinen Blends. Das ist einmal hier Schiefergrau und einmal habe ich hier Glutrot. Und dann habe ich hier diesen weißen. Das ist ein Aufheller, weil der Bart ist ja nun mal weiß. Und ich orientiere mich jetzt so ein bisschen an meiner Vorlage aus dem Katalog. Hier. Hier haben wir ja auch einen schon koloriert. So, das heißt, ich fange mal mit dem hellen hier an. Und zwar haben wir hier bei den Stamping Blends immer eine lange Spitze, so, Pinselspitze und alles so. Und die finde ich eigentlich jetzt ganz gut. Und dann gehe ich mal hier mit dem ganz hellen erstmal bei den Schuhen und gucke mal, wie das aussieht. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen, das Kolorieren.
hier oben haben wir auch einen. Die Stamping Blades kommen immer im Doppelpack, weil man braucht eigentlich auch immer einen dunklen und einen hellen, um Schattierungen zu machen, zum Beispiel. So, alle Schuhe fertig, perfekt. So, dann gehen wir weiter. Dann nehme ich jetzt mal das dunklere. Da brauchen wir nämlich noch den Gürtel hier. Da muss ich mir gleich noch einen anderen Stamping Blend holen. Den habe ich jetzt gar nicht mit dabei. Für die Schnalle, den hole ich mir gleich aus dem Regal raus. So, hier haben wir noch mal eins. Also ich finde die Stamping Blends immer sehr gut, gerade für diejenigen, die von euch auch gar nicht so gut ausmalen. Mit diesen Stamping Blends habt ihr immer ein tolles Ergebnis, weil die so schön, das steckt schon im Wort Blends, verblenden. Das ist nicht wie bei Filzstiften, wo man dann, wenn man was ausmalt, so größere Flächen, dann die Streifen sieht. Ne? Also das ist, das hat man hier nicht. So, dann, was braucht man denn noch? Glutrot. So, Glutrot kommt einmal die Hose hier. Das ist auch so entspannend, ne? Wenn man das so ausmalt. Okay. Was haben wir noch? Die Ärmel. Hier auch. Und da kann man auch sehr gut jetzt eine Weihnachtskarte oder eine Nikolauskarte draus machen, ne? Wo Gutscheinkarte, also alles Mögliche. So, okay. Und dann noch die Mütze. Dann haben wir den schon fast geschafft. Also hier braucht man auch keine Schattierungen. Das sind einfach so. Ja, schaut mal, ich male jetzt auch mal so rum und ihr seht, na, passiert gar nichts. Na, also wir haben hier keine Streifen irgendwie. Also das ist echt spitze. Die Stamping Blends sollte man auch im Liegen lagern. Ja, ganz wichtig, nicht hinstellen, wenn ihr schon welche habt. Das beobachte ich schon mal öfters, wenn ich von Kunden schon mal Bilder geschickt bekomme von den Werken und das ist dann zufälligerweise dann auch auf dem Basteltisch und ich dann die Blends dann stehend sehe, dann muss ich immer direkt darauf hinweisen, weil das ist wirklich zu schade. Ne? So. Also es läuft alles nach unten hin, ne? Deswegen müssen die liegend sein. Dann habe ich hier noch den weißen. Da habt ihr euch auch bestimmt schon gewundert, warum. Ganz einfach, egal ob der weiß ist oder nicht, aber der gibt auch einen Farbton ab. Also es ist echt, ich zeige euch das gleich mal an der Kamera, vielleicht kann man das sehen. Aber das wird dann nochmal so ein bisschen... Ja, man sieht es. So. Man kann den auch nehmen, um das Ganze so ein bisschen
wenn man sich, wenn man es zu intensiv hat, da kann man auch, ja, wie so ein Tintenkiller etwa, aber das geht nicht weg, ja, das nicht, aber es wird heller dadurch. Ja, dafür kann man den auch nehmen. Habt ihr jetzt verstanden, was ich meine? Ist manchmal etwas schwierig zu erklären, ne? Man hält das damit sozusagen auf. So. Dann hier noch. Okay. Gut, ich gehe mal eben kurz meine Gelb holen. Das habe ich mir nicht vorhin dummerweise weggeräumt. Und zwar ist das Osterglocke, was ich hier noch brauche. Und das ist für die Gesichtsfarbe Blütenrosa. Und dann brauchen wir auch noch Aquamarin in Hell. Das ist für das Gesichtchen. So, ein bisschen die Wangen andeuten. Darum brauchen wir gar nicht. Dann die Schnalle. Die ist ja auch hier wichtig. Das Ganze nimmt jetzt hier schon so ein bisschen Gestalt richtig an, ne? So. Aber ich habe gesehen, ich habe noch was vergessen. Hier die Seiten. Die gehören ja auch noch dazu. So. Da. Und das macht so viel Spaß, das kann ich euch sagen. So, jetzt habe ich eigentlich da alles. Die Pudelmütze, da gehen wir auch noch mal mit dem drüber. Okay. Und dann machen wir mal die Sterne. Die mache ich alle gelb. Also Osterglocke. Also wenn ihr euch die Stifte hier anschaffen sollt, dann habt ihr auch schon direkt eine Grundausstattung für Ostern, ne? Osterglocke. Sterne sind echt süß. Aber der Vogel gefällt mir auch so gut. Man hätte jetzt natürlich auch die Schrift hier mehrmals mit reinbringen können, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Vielleicht mache ich die noch mit dem anderen Nikolaus. So. Jetzt kommt der Vogel, der wird jetzt hier schön mit Aquamarin ausgemalt. Muss auch gar nicht so stimmig sein. Das macht so viel Spaß, das Ausmalen. Weil man da direkt so den Erfolg auch sieht mit, ne? Also wohnst du hier in der Nähe von mir, dann lade ich dich gerne zu einer Karte ein. Melde dich bei mir. Du darfst bei mir gerne eine Karte basteln kommen, wenn dich das Ganze interessiert. So, ich habe jetzt hier noch den Hut. Oder Mütze eher gesagt, ne? Okay.
Ich glaube, dann habe ich alles. Mir fällt nur ein, ich brauche muss noch den Schnabel. Den habe ich in Kürbisgelb gemacht. Das, ich hatte mir ja schon vorhin alles weggeräumt. Für den Schlitten hatte ich andere Farben, aber die Grundfarben hier brauche ich natürlich auch wieder. So, ready. Also, ich wiederhole nochmal. Ich habe hier genommen Blütenrosa für die Wangen. Den habe ich gar nicht benutzt, ja. Weiß für den Bart und das Ganze, das zeige ich euch auch nochmal. Dann Kürbisgelb hell für den Schnabel. Dann habe ich Hellblutrot für Zipfelmütze, Mantel. Hell Aquamarin für den Vogel. Und das war das Dunkle, ne? Dunkel Osterglocke für die Sterne. Und natürlich Anthrazit hell für die Schuhe und dunkel für den Gürtel. Jetzt habe ich sie aber alle durch und euch nochmal alle gesagt. Okay, legen wir die mal beiseite. So, dann hätten wir schon die Grundkarte fertig hier. Die klebe ich mir dann auf. Wenn ihr hiermit arbeitet, ihr seht das, das blutet durch. Es ist ja klar, es ist Alkohol mit drin. Dann bitte eine Unterlage auf jeden Fall benutzen, weil sonst habt ihr euren Tisch gemustert. Und das wäre natürlich sehr schade. Ne? So, ich klebe hier richtig rum. Ja. Klebe ich mir dann hier so auf. Das kann ein bisschen nach unten. So, ich bewundere ja immer die anderen Demos, die das hier alles mit dem Siegel machen. Also ich muss immer noch mal so ein bisschen zurecht drehen. Oh, das sieht total schön aus. Gefällt mir auch sehr gut. So, bei diesen Karten hier habe ich immer die runde Variante genommen. Und ich dachte mir, nehmen wir doch mal hier, müssen wir mal schauen, was wir dafür nehmen, eine waagerechte Variante. Das sind auch Stanzen. Ich zeige die euch mal. Die finde ich, die sind auch mega schön und würden für mich auch zur Grundausstattung zählen. Und zwar Stanzformen so hübsch bestickt. Ich liebe ja dieses Bestickte, dieses Stitches. Und ja, ist das jetzt hier schon so ein bisschen durcheinander. Ich das schon ein paar Mal jetzt benutzt habe. So. Also ganz toll. Die haben nämlich hier, schaut mal, diese Stitches im Rand herum. Und da habe ich mir hier das dritte genommen. Ich muss jetzt mal wieder rein. Also da könnte auch viel für so Etiketten das benutzen. Also ist wirklich eine tolle Sache. So, jetzt muss ich überlegen. Rot. Ich bin dann hingegangen und habe mir Savanne das ausgeschnitten, so dass ich das hier auch so draufkleben kann. Ja, auch so ein Rechteck. Ich messe das halt eben für euch aus, was das für eine Breite hat, das Rechteck. Das ist bei 3 cm mal, ja, ich würde sagen so, okay, das ist ein bisschen weniger, 5,8. Ihr könntet aber auch garantiert 6 nehmen, ja. Ich habe das embossed und zwar mit Blau. Also erstmal Versamark, dann mein Blau, Marine Blau und zwar das Präge, Embossing Prägepulver durchsichtig. Ja, das ist das Klarlack, nennt sich das durchsichtig. So, und ich gehe erst mit dem Stempel in meinen Versamark rein, direkt hier rein und stempel das ab. Und dann kommt direkt mein Pulver hier drüber. So, und dadurch, dass das Blau und Braun, also Blau und so Savanne, ist das so ein Gemisch geworden. Ich habe da einfach mal rumexperimentiert. Eigentlich wollte ich das, habe ich das hier zum Zeigen? Genau,
Eigentlich wollte ich das Kraftpapier nehmen, wie hier. Ja. Und hier hatte ich das ja embossed, das Kraftpapier. Aber schaut mal, das ist nicht dafür geeignet. Na, also es ist eben halt zu, der Stempel ist zu filigran hier mit den Mustern. Ne? Das kommt gar nicht durch. Na, und dann hatte ich das hier auch mal drauf. Und dann dachte ich mir auch, komm, ich probiere das auch mal auf Savanne mit. Ne? Und irgendwie hat mir Savanne noch besser gefallen. Also das nur mal so zum Hinweis. Ne? Das Embossen mache ich jetzt nicht. Hat schon lange gedauert, glaube ich, mit dem Ausmalen. Dazu kann ich aber auch gerne noch mal ein Video machen. Jetzt war nur die Frage blau oder rot. Oh Mann. Ich nehme mal blau. Ich finde, beides sieht schön aus. Also ich mache das auch immer mit allen beiden Farben. Der ist leer. Um dann so zu entscheiden, was für eine Farbe ich jetzt nun nehme. Das mache ich ganz viel und das andere kommt jetzt in meine Kiste rein und wird dann für irgendwas anderes benutzt. Oder für die zweite Nikolauskarte. So, das klebe ich mir jetzt hier auf. So. Und dann kommen meine Dimensionals. Hier. Eins, zwei, in der Mitte eins, damit es nicht durchhängt. Da nochmal eins und da nochmal eins. Also ich finde die echt mega süß. Aber ich wollte euch noch mal kurz das Weiße zeigen. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Aber ich finde, das wird noch mal, man sieht, dass man mit was drüber gegangen ist, ne, was das Weiß macht. So, jetzt muss ich leider den in der Mitte wegmachen. Der sollte schon mittig sein. So. Okay, wir haben ja da oben auch noch mal welche. Ne? Und dann habe ich jetzt hier an der Seite noch ein Band. Gucken, ob ich das hier nehmen kann auch. Kommt ja immer drauf an, wie wuchtig das ist. Ich habe ja da ein ganz dünnes Band genommen. Jetzt muss ich das auch noch mal nehmen, aber wir schauen einfach mal. Das ist auch ein sehr schönes Band, wo man gut Schleifen mitbinden kann. Nicht jedes Band ist ja für Schleifen geeignet. Das gefällt mir, das nehmen wir. Ist gebongt. So. Das ist übrigens Glutrot. Ja. Und das nennt sich, wo haben wir das? Mini-Rüschenband. Und dann nehme ich mir hier meinen Crystal-Effekt. Ihr wisst ja, ich klebe mit denen immer die Schleifen auf, damit die auch gut halten. Und dann klebe ich mir das hier so drauf. Das braucht jetzt eine ganze Zeit lang, bis das antrocknet. Ja, so. Im Moment ein bisschen festhalten. Er braucht immer so lange. Jetzt habe ich auch hier so ein bisschen gequatscht. Das streiche ich mir so ein bisschen weg. Dann sieht man das gar nicht mehr. Naja, auf der Hand sollte man das auch nicht. Und fertig wäre mal diese Karte. Mir ist noch eine Idee gekommen. Ich mag doch Glitzer. Wo haben wir ihn? Lang nicht benutzt, mein Wink of Stella. Da könnte man jetzt hingehen und noch die Sterne so glitzernd machen. Das ist natürlich auch eine Mega-Sache. Ja, dass wir da so ein bisschen
Effekt drin haben. Ja, das fehlte mir noch. Da ist noch einer. Haben wir sie alle durch? Ja, genau. So, jetzt höre ich auf, weil sonst wird es nämlich zu viel. Das wäre dann meine Karte Nummer 3. Und ihr seht, man kann ganz toll die Muster damit gestalten. Ne? Also eigentlich ein ganz tolles Set, was man wirklich ganz, ganz verschiedenartig nutzen kann. Also hier habe ich es jetzt wirklich nur für den Hintergrund benutzt. Also ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr habt so die ein oder andere Anregung mitgenommen, wie man so eine Karte mit einem Stempelset benutzen kann. Ja, das ist das Stempelset Be Jolly. Ja, und ich könnte jetzt noch den hier machen. Dann hätte ich 4 Karten unterschiedlich. Ne? Ja, also bis zum nächsten Video. Tschüss.